Schönen guten Morgen, liebe Camper. Ja, was haben wir heute? Donnerstag, ne? Wir haben ein bisschen prominenten Besuch hier. Wir haben hier so einen alten Hümer. Hümer-Reisemobil. Nein, schickes Auto. Super, haben wir gerade noch drüber gesprochen, dass der Wagen schon ein paar Jahre auf dem Puckel hat, aber sieht aus wie neu, ne? Das seht ihr ja selber, ne? Das ist, also haben wir gerade vor 2 Minuten drüber gesprochen. So, Jürgen, dann sag mal, was ja, machen wir heute? Mal ins Bild. Ja. Hallo, der eine oder andere wird mich wahrscheinlich kennen. Hans-Jürgen Faul von den Autodoktoren, einer der beiden. So, hallo Lieben, wir sind immer noch in der Winterpause, aber jetzt am Sonntag bei 17 Uhr zu unserer gewohnten Einschaltzeit. Oh, oh, das spritzt meine Werkzeugkiste, Junge. Guck mal da. Ich glaube, wir fahren links um die Ecke. Und ich hole schon mal einen Tester und dann lesen wir die Kiste direkt auf. Und ich habe den 10 Jahre alten Hümer hier und Pflege ist natürlich mein oberstes Gebot. Das Ding ist glatt. Unglaublich, habe ich gerade gesagt. Unglaublich. Ich auch nichts drankommen an meinem Auto. Schaut euch das Auto an. Mir ist es bei meinem Fahrzeug jetzt zweimal passiert, dass meine Aufbaubatterie, das ist die Batterie, die unsere 12-Volt-Anlage im Fahrzeug bedient, zweimal 200 Ampere stecken da unten im Boden drin. Kann man vielleicht gleich mal kurz einen Blick reinschmeißen. Ja. Die sitzen immer noch da drin. Noch sitzen sie da drin. Da sind sie. Die sind mir zweimal ausgekocht, jeweils eine Batterie, immer nach so 3-4 Jahren. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gestank war. Das ist absolut abartig. Und jetzt versuche ich schon, wie oft habe ich ja schon probiert, mit Ozon das Auto zu behandeln. Es ist fast raus, dieser Gestank. Und jetzt war ich satt. So, und ja. Götz und ich. Wir haben uns getroffen auf der Messe in Düsseldorf, ne? Wo ich mit einem Freund gewesen bin. Und er hatte die Idee, mach doch mal was andere Batterien da rein. Und vielleicht ein bisschen was um Solar und so. Und jetzt bin ich dabei. Wir machen es. Ja, wir hauen jetzt richtig zu. Ne? Wir werden irgendwo so um 460 Amperestunden Lithium-Batterien reinmachen. Die 80-zellige SunPower-Zelle. Machen wir drauf und werden noch einige Kleinigkeiten machen. Ladebooster, unser Hightech, wo ja jeden Tag hier der Anruf und der Telefon nicht stillsteht, unser Batteriecomputer, den machen wir rein, so damit alles abgerufen werden kann. Wo geht der Strom hin? Was habe ich heute reingefahren? Den machen wir auch rein. Also, das wird schon, wir gehen heute 3 Mann dran. Es ist richtig viel Arbeit, bis der heute Abend fertig ist, wirklich. Und das wird teilweise noch eng. Dass wir morgen die Restarbeit machen müssen. Wir müssen das Auto auch noch testen vernünftig, weil der Jürgen geht danach in Urlaub. Ich könnte ja noch mithelfen hier dran, aber ich glaube, wir werden ja heute nicht mehr fertig werden. Ja, das ist, weil wir sind, wir beide sind so topfit. Also wir hätten die Solaranlage schon fertig, haben wir gerade schon gesagt. Nein, so, liebe Camper, wir sehen uns gleich nochmal. Okay, bis gleich. Ja. Hallo, liebe Camper, da sind wir nochmal. Die Batterien sind draußen, ja. Die schweren Klötze. Und hier muss man sagen, also dieses Teil hier hat mich jetzt eine ganze Zeit prima begleitet. Danke an Warte, dass ihr solche tollen Teile da habt. Aber die ist jetzt 11.2020, habe ich sie reingemacht und sie fängt schon wieder an zu gasen. Ich muss sagen, die ist von bei mir immer am Strom. Die hat immer 230 Volt mit geladen, Tag und Nacht. Aber da ist sie dank für die lange Lebensdauer nicht geeignet. Schade drum, ich fand sie klasse, 180 Amperestunden, tolle Leistung, aber diese kleine, 45 Kilo Gewicht, das Ding hier. So, und die heute hier mit 11 Kilo ist natürlich, da kriege ich jetzt 3 Stück davon rein, da habe ich ein bisschen Gewicht gespart. Das ist also schon Leistung ist mehr, Kapazität, Dauer. Ja, wir hätten jetzt, wenn man jetzt rein rechnerisch mal hier geht, 180 Ampere. Davon 9, zwei Stück. Bei einer wäre ja. 90 Ampere wäre verfügbar. Es geht nicht mehr bei diesen Bleibatterien. Ja. Also hätten wir hier 90 Ampere zur Verfügung. Hier haben wir 155 bis 0 zur Verfügung. Ja. Da darf man echt nicht drüber nachdenken. So, 3 Stück kommen davon rein. Da habe ich ein bisschen mehr Power. Das ist schon echt toll. Was ich gesehen habe, hier kann man sehen, da fängt es ja dann wieder aus zu gasen. Also es hat jetzt drückt sich der Deckel nicht wieder. Lange gedauert, wäre die auch wieder ausgekocht oder leer gekocht.
Das ist bei den Batterien einfach so, das ist nicht zu verhindern. Nein, wenn die von morgens bis abends am Land. Zwei sind. Jahre, drei Jahre ist immer feiern. Das ist so gewesen, man muss ja auch, darum sage ich das ja auch immer im Video. Ja, die tolle Technik, Lithium. Aber trotzdem müssen wir eine Bleibatterie nicht schlecht reden. Wir haben früher nichts anderes gehabt. Wir haben nichts anderes gehabt. Und dann war das. Oh, guck mal, was der hier alles. Aber hör mal. Das, was wir abgesprochen haben, machst du, das braucht ihr nicht wissen, ne? Nein, natürlich nicht. Ein Dummy dabei. Ein Dummy dabei, ja. Wir haben einen Kunde, wir haben so Dummies. Wenn die Jungs schon mal so ganz enge Fächer haben, dann müssen die schwere Batterie rein und wieder raus. Ja. Da habe ich leere. Leere, also einfach zum so, Platz nur aus, zu, ja, gucken, ob es reinpasst. Ja, ja. Ne? Und hatten wir mal hier. Die zwei großen Klötze da drin passen jetzt zwei kleinere rein, ja, ja. Mit mehr Leistung. Ja, ich hätte auch noch was anderes machen können, aber wir haben natürlich jetzt auch einen brutalen Dauerentladestrom, der ja gar nicht zum Tragen kommt. Ne? Meinst du, Chef, ne? Oder Hoppala. Ups. Ja, Hoppala. Du bist im 2 dabei, ja, ne? Ja. Wir sind nicht so. Nein. So. So, wir sehen uns dann heute noch mal öfter, ne? Ja. So. So, liebe Camper, wir machen jetzt Mittag, weil der Jürgen, der muss was. Weil der muss was auf die Rippen. Da tun wir uns ja nichts. Ja. Oder da tun wir uns gar nicht. Und jetzt werden wir schön Mittag machen und nach dem Mittag werden wir euch noch ein bisschen Einblick geben, wie weit wir sind. Ich sag mal, bis dann. Euch auch guten Appetit. Ja. So, liebe Camper, wir sind noch mal da. Jawohl. Na, jawohl. So. Schaut mal, das wird wieder spitzenmäßig gemacht. So, wir setzen jetzt ein 50 Ampere Ladegerät dazu. Es würde nicht funktionieren mit dem kleinen EBL. Was haben wir gesagt? 465 Amperestunden zu laden, wenn die mal leer wären. Ja. Dann gäbe es ein Desaster, dann würde der kochen. Er schafft es nicht, weil er ist ja nicht ausgelegt. Wir können ja rechnen, dann müsste er ja fast 20, 25 Stunden, er kennt kein Abschalten mehr. Genau, ja. Dann geht er kaputt und da haben wir keine Lust drauf, weil da hängt die ganze Lichtsteuerung dran. Jetzt haben wir 50 Ampere. Jetzt haben wir ein 50 Ampere Ladegerät dabei mit der Schalter. Ich glaube, der dritte Schalter ist die Lithium-Kennlinie. Ein 40 Ampere Solarregler, wobei unsere Regler, wir haben es schon mehrmals getestet, der geht fast bis 46 Ampere, also alles weit, weit überdimensioniert. Von oben kommen wir. Das haben wir nicht dazu aufgestanden. Ja. Von oben kommen wir mit einem 10 Quadrat von den Solarplatten. Ist auch eigentlich alles ein bisschen dermaßen überdimensioniert. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben da oben 50 Volt oder 48 Volt Platten. Sogar hier in der Halle haben wir eben gemessen, ja, über 50 Volt. Ja, ja, hier in der Halle, das ist schon... Mit dem Dachlicht. Da sitzt der Ladebooster, der ist auch so angesetzt, weil dieses Auto braucht diesen Automatiktaster nicht, weil der die intelligente Lichtmaschine nicht hat. Aber es kann ja mal dazu kommen, dass das Fahrzeug gestartet werden muss. Dann möchte der Kunde natürlich an dem Schalter kommen. Hier das, den Ladebooster, den haben wir hier auf die Platte. Ladegerät. Das Ladegerät haben wir hier auf die Platte draufgesetzt. Das ist eigentlich eine Tür, die ich in 10 Jahren noch nicht einmal aufgemacht habe. Ich weiß gar nicht, was da eine Tür soll. Ich habe gesagt, zumachen, das Gerät hier hinsetzen. Super schön angeordnet. Sieht sehr, sehr sauber aus, das Ganze. Man sieht alles. Du siehst die Kennlinie, du siehst. Das Gerät hat ein intelligentes Management, der kann dir einen Fehler anzeigen und dann kannst du nicht da reinkrabbeln mit einer Taschenlampe und einem Spiegel. Du siehst da drin sowieso nichts. Ich habe mal versucht, da nur die Sicherung zu überprüfen. Ja, ja. Gut, das haben wir ordentlich angesetzt. Und jetzt gehen wir mal rüber. Dann sind wir heute durch. Der zweite kommt morgen. Hallo Patrick. Ja, ich gebe dir mal den Jürgen an deine Seite. So, dann könnt ihr da mal. So. Hier kann man schön sehen, hier unten sind die drei Batterien jetzt drin verbaut. Und was für eine saubere Elektrik hier reingemacht wird. Absolut spitze. Das Fach werden wir noch beleuchten. Das ist heute kein Hexenwerk, aber ist echt bequem. Wenn mal was ist, dann bist du die Taschenlampe am Suchen oder machst du mit dem Handy an. Hier kommt noch eine große LED-Leiste rein mit einem Bewegungsmelder. Die rödeln hier schon den ganzen Tag in dem Auto rum. Die der wird heute nicht fertig, der wird nicht fertig. Ja, das ist auch mal schön. Habe ich auch so geplant, dass ich hier übernachte. In dem Step. Die Leute, das schaffst du nicht. Wenn du so eine Elektrik ablieferst, schaffst du das auf keinen Fall. Guck mal da oben in den Kasten rein. Siehst du das von hier? Wenn du da oben reinguckst, da kommt das Solar kommt von oben runter. Dann müssen die damit unten noch durch die Wand hier. Ja, 10 Quadrat. Runter in 10 Quadrat.
bis nach hier unten runter zum Regler. Ja, also dann haben wir aber das Größte weg. Ne? Dann geht Batteriecomputer programmieren und alles. Du musst auch noch unserem Interface rein einbauen, ne? Ja. Der grüne. Ja. Hast du noch gar nicht, ne? Der kommt da hinten rein. Ach, den setzt du da rein, okay. Habe ich dann heute Abend ein bisschen Strom für... Soweit wäre ich schon. Ja, ja, heute Abend hast du wieder Strom, aber du musst wissen wir noch. Können wir nicht versprechen. Ne? Ja, gut, zum Schlafen brauche ich eigentlich keinen Strom. Nein, ich mache die Augen zu. Ja, du kriegst eine Flasche Wasser und ein Butterbrot mache ich dir. Fertig. So, liebe Camper, jetzt haben wir mal ganz einfach gezeigt, wo wir heute stehen. Ich glaube, ich probiere jetzt mal was zu sagen, dann schmeißt der Patrick mir gleich die Taschenlampe am Kopf. Aber ich schätze mal, morgen Mittag geht er raus. Was? Ich bin guter Dinge. Ja, die vier Solarplatten sind drauf, Dach wird gereinigt, die sind oben fertig. Sag nochmal, wie viel Watt kommt von oben? Wir haben 4x 130 Watt Sunpower-Modul mit 80 Zellen pro Modul. Und wir können, ich sag mal... Jetzt das Wetter, wenn das bald losgeht, 35 Ampere, 38 Ampere, 40 Ampere ist nicht unrealistisch. Da kann ich doch schon ein paar Tage ohne Steckdose stehen, ne? Du brauchst dich ja keine mehr. Ich würde sagen, irgendwann so die Monate November oder so, wenn das losgeht, dann könnte man vielleicht mal, aber normalerweise durch die hohe Spannung hast du natürlich im Winter noch einen richtig guten Ertrag. Also das Thema Steckdose, man muss das Kabel mitnehmen. Wir sparen hier Gewicht und willst das Kabel mitnehmen. Ja. Geht nicht. Da kommen wir noch zum Kühlschrank später. Ne? Ja, dann machen wir noch hier eine geile... Er hat mich schon nervös gemacht für den neuen Kühlschrank da rein. Ja, mit den zwei Kältemaschinen, ne? Ja. Und Kompressortechnologie. Ne? Ja, aber das wird... Ich glaube, wenn der Morgenmittag fertig ist, steht der richtig im Saft. Ne? Ja, ja, wir müssen den Holger auch ein bisschen ärgern. Ne? Das war doch einfach... Das war doch unser Ziel. Ne? Ja. So, liebe Camper, wir sehen uns morgen wieder. Bis später. Tschüss.